hat 5 Charity gegeben. Boah, ich sag euch, wie es ist. Arbeit durch. 30 Eimer habe ich gemacht. Jetzt ins Gym. Keine Motivation. Aber einfach rein da. Scheiß drauf. Was muss, das muss. Was muss, das muss. Auch wenn man keinen Bock hat, Leute, einfach machen. Einfach ins Gym gehen dann. Und durchziehen. Was soll ich sagen? So mach ich's. Morning. Neuer Tag. Neues Cherry pflücken. Wir sind am Montag. Es ist schon die zweite Woche jetzt. Gestern Off-Day gehabt, richtig entspannt gehabt. Heute wird gepickt und diese Woche versuche ich auf jeden Fall Rekord zu brechen. Ich habe letzte Woche jetzt mit dem Anfang von den ersten 2-3 Tagen insgesamt 114 Buckets gepflückt. Und diese Woche will ich über 150 auf jeden Fall safe schaffen. Und ja, let's go. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich habe Bock, obwohl es harte Arbeit ist. Aber man kann ja halt irgendwie sein eigenes Geld selber bestimmen, was man am Ende der Woche verdient. Deswegen gebe ich Gas. Let's go. Zurück in sein Nature Habitat. Eagle it in. Freunde der Sonne, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mich jetzt 2 Tage nicht gemeldet. Ich habe Dienstag gearbeitet, heute ist Mittwoch. Dienstag haben wir gearbeitet, dort habe ich 32 Buckets gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall erfolgreich. Mit 32 Buckets ist auf jeden Fall der Lohn der Woche auf jeden Fall gesichert. Ich will auf jeden Fall morgen nochmal eine Runde weiter gehen. Jetzt ist hier was runtergefallen. Ja, dann sehen wir mal. Heute wurde freigemacht, weil das Packhaus nicht hinterher kam, die Cherries zu packen von den letzten Tagen. Deswegen haben wir alle heute einen Off-Day bekommen gehabt. Wir haben gechillt. Guckt euch das an. Das sieht einfach nur heftig aus. Und morgen geht's weiter. Ich will morgen 40 Buckets schaffen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Das kriegt man allerdings auch nur hin, wenn man eine richtig geile Reihe hat, wo die Cherries halt einfach auch geil liegen, dass du die einfach zack, 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 zack schnell einfach abholen kannst und dann in den Eimer kriegst. Ja, und ich wollte mich nur einmal kurz melden. Ich war heute nur noch beim Fitness. Seitdem gucke ich eigentlich die ganze Zeit One Piece. Monkey D. Luffy. Kiwara. Clips. Auf jeden Fall halte ich auf Laufenden. Ciao. Was geht? Ich befinde mich schon im Schlafsaal, sage ich mal, im Auto. Gleich wird gepennt. Ich bin so müde, es ist 20.30 Uhr. Heute geackert wie so ein Blöder. Morgen gibt es einen Bonus-Day. Das heißt, wenn man 20 Buckets hat, gibt es 20 Dollar extra am Tag. Bei 30, 30, bei 40, 40 Dollar. Und ja, mal gucken, wie viel ich morgen schaffe. Ich will auf jeden Fall durchdrehen. Ich habe richtig Bock, einiges an Buckets morgen zu schaffen. Aber ansonsten kann man mir sagen, das ist hier nicht zum Kirschenpflücken, sage ich euch. Oh Mann, ich bin echt kaputt. Gute Nacht. Leute, was geht ab? 50 verdammte Buckets habe ich gemacht heute. Juhu, 50. Hier, Hände noch blau. Ich habe die schon dreimal gewaschen. 50 Buckets. Heute war Bonustag. Das heißt, wenn du 50 Eimer machst, dann kriegst du auch noch 50 Dollar extra. Das heißt, ich habe heute 400 Dollar gemacht. Stramm. Richtig gut. Jetzt bin ich kaputt. Jetzt gibt es was Kaltes zu trinken, was zu essen. Und dann wird geschnarcht. Jawohl, Leute. Die zweite Woche ist rum. Ich habe es geschafft. Jetzt wird nur noch gechillt. Morgen freier Tag. Würde ich nochmal ein Video schneiden. Und ja, ist auf jeden Fall alles hammer anstrengend. Aber es ist echt schön hier. Guckt euch mal an, was man hier für einen Blick hat dann auf diesem Hügel. Oh, das ist schon ein Träumchen. War schon echt cool. Auf jeden Fall war das jetzt richtig gut. Ich bin gespannt Montag auf mein Payslip. Ich meine, man arbeitet ja hier nur, damit man ordentlich Geld verdient. Ich bin echt mal gespannt, was ich überwiesen bekomme. Das Problem ist bei mir, jetzt fällt mir das Handy runter, ach du Scheiße, dass ich so viele Steuern zahlen muss schon, weil ich so viel eingenommen habe in Auckland. Und jetzt bin ich schon bei dem höheren Prozentsatz an Steuern. Aber die will ich mir wiederholen im März. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das so wird. Ansonsten, ja, melde ich mich auf jeden Fall, wenn, ja, die Tage, Digga, denke ich. Ja, auf jeden Fall melde ich mich dann die Tage.
Und dann hören wir uns. Ich muss jetzt wieder schnarchen. Morgen auf Day, aber trotzdem 35 aufstehen. Chihuahua this, Chihuahua there. Guten Morgen, Leute. Was geht? Es ist 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens und jetzt geht's arbeiten. Jetzt wird gearbeitet. Ich habe Semi-Bock, aber es ist die letzte Woche, also macht man schon, ne? Chihuahua this, Chihuahua there.